Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play, nämlich den, naja, ich sag mal unmittelbaren Nachfolger von Norgeholm. Denn Norgeholm haben wir erstmal auf Eis gelegt bzw. eingestellt. Dafür sind wir jetzt hier auf der neuen Map und zwar Thüringer Oberland 1988. Die haben uns rausgesucht, ist wieder eine neue Version bei Modhaus da rausgekommen und deswegen haben wir uns die direkt mal geschnappt. Haben da mal drüber geschaut und ja, uns hat es sehr, sehr gut gefallen, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Schöne Map. Genau, und mit Füßi natürlich. Ja, hallo. So, ja, nur mit Füßi. Randy will erstmal ein kleines Päuschen machen vom LS, beziehungsweise was heißt vom LS? Also Attendorf ist ja noch dabei und der Alps natürlich. So, aber wir machen jetzt hier auf jeden Fall Thüringer Oberland 1988. Was könnte dazu besser passen, wie. Natürlich hier ein bisschen Nostalgie bzw. Oldtimer zu benutzen, weil die Map ist natürlich prädestiniert dazu, da sie eben auch so angelegt ist, so ein bisschen DDR-Style. Es gibt hier VEB Forst und solche Sachen und wäre übrigens auch eine sehr coole Forst-Map gewesen. Ja, und dann gibt es halt noch BHG, VEB und ach, was weiß ich nicht alles noch. So GPG, wir wissen, ich keine Ahnung, ich kenne die Abkürzung. Ich war glaube ich 6 Jahre alt, wo die Wende war. Ja, doch. 84, genau, 6 Jahre, 5 Jahre. Naja, egal. Aber wir finden eben diese alten Maschinen ganz cool und haben uns da jetzt einfach mal ein paar zusammengestellt. Wir können ja mal ganz kurz über die Mods schauen, die wir drin haben. Einfach mal bei Traktoren reingehen. Wie sie. Bin ich schon. Genau, und dann sehen wir hier, wir haben einiges von C-Tor drin oder Z-Tor und dann haben wir noch Steyr, da haben wir noch ein älteres Modell drin, ein Deutz haben wir drin, Dutra. Belarus, da hat ein bisschen mehr Power mit 265 PS und so weiter und so fort. Fortschritt haben wir noch einiges drin und. Das andere kann ich nicht lesen. Das ist nämlich Russisch. Ja, Gras natürlich. Oder der K700, genau. Dann noch ein bisschen, was war das hier? IHC, genau. Schlüter und Walmet und so weiter und so fort. So, das ist mal ein Traktor und Frontlader haben wir noch was drin. Und zwar, den finde ich ganz cool, den roten, diesen quasi Überlade- oder Aufladewagen. LKWs haben wir noch ein bisschen was drin. Die Agras, Raiffeisen, UAS, IFA, MAN, einen alten Mercedes. Ach nee, MAN, der ist eigentlich nicht dazu. Ich weiß nicht, warum der aus Versehen hier drin gelandet ist. Dann den alten Mercedes, IFA, Unimog. Nicht Unimog, IFA, L60 ist das, genau. Und dann, ja, den weiß ich auch nicht so richtig, warum er hier drin gelandet ist. Aber den werden wir mal anschauen. Erntemaschinen haben wir noch ein bisschen was. Klaas, ein paar alte, Fortschritt natürlich und so weiter. Einen alten New Holland noch, der ziemlich cool ist. Den haben wir auch im Startequip. Die passenden Schneidwerke zu, Schneidwerkswagen. Rübenernte haben wir mal das Ropa-Pack mit reingenommen. Müssen wir halt mal schauen, weil wir haben nichts gefunden, was Rübenernten auf alt ist. Für den 13er gibt es richtig coole Mods, aber für den 15er gab es leider keine. Für so alte Geräte. Und wir wollen aber unbedingt Rüben machen. Und warum, erzählen wir euch gleich. Wenn ihr da vielleicht So. eine Mod wisst, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Wichtig ist keine Links, weil das wird sofort als Spam gefiltert. Oh, sondern schreibt einfach, wie der heißt, der Mod. Und wo es den gibt. Ne, auf welcher Seite und wie der heißt. Das wäre echt cool. Und dann würden wir uns das auf jeden Fall anschauen, wenn ihr noch so alte DDR-Mods kennt oder sowas. Aber ich sag gleich, wir wollen ja nicht diese super kleinen Mods, sondern wir wollen schon so ein bisschen. Es ist eine Map mit vielen auch Wirtschaftszweigen oder beziehungsweise mit einigen Betrieben, Mastanlagen und so weiter. Bäckerei, Brauerei, dann, was war's noch? Bäckerei, Brauerei und? Bäckerei, Brauerei. War da nicht irgendwas mit Butter oder Milch? Ach ja, Molkerei, genau. Und deswegen mit ganz zu kleinen Geräten, da können wir hier auch relativ wenig anfangen. Anhänger haben wir einiges drin. Ein paar schöne alte Sachen. Dann haben wir sogar einen Auflieger hier, den finde ich ganz cool. Dann Grubber, da haben wir auch ein bisschen was gefunden. Sämaschinen natürlich. Düngestreuer, einen ganz alten. Güllefässer haben wir noch was Altes vom Fortschritt. Dann haben wir mal das Universalfässerpack mit reingenommen. Dann ein paar Gewichte. Ob wir sie brauchen oder nicht, schauen wir mal. UAS haben wir noch als Fahrzeuge mit drin, einen alten Radlader. Dann noch den Ural vom Sachsen-Let's Player.
Den haben wir auch noch mit drin. Und den Auflieger hier für den Oshkosh oder wie die sich das Militärding da schimpft. Und noch ein paar Anhänger, ein paar alte. Ja, das erstmal dazu. So, ansonsten, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Map. Wir haben, wie gesagt, hier verschiedene Mastbetriebe, wie zum Beispiel die Hasen, Lämmermast, dann Kälbermast, Rindermast und so weiter und so fort. Das wird ganz interessant. Dann haben wir eine Backwaren-Dings, aber da können wir nur abliefern, da können wir nichts produzieren. Wo wir produzieren können und weiterverarbeiten, ist quasi in der Brauerei. Dort können wir nämlich Bier herstellen und eben in der Molkerei. Da können wir echt viele Sachen herstellen, wie zum Beispiel Buttermilch, Käse und solche Sachen eben, ne? So, ein paar Verkaufsstellen haben wir. Wir haben bei Objects drin, das heißt, diese ganzen weißen Taler da oder 1 D-Mark-Münzen sind das ja. Man erkennt es ein bisschen schlecht. Die sind alles kaufbare Objekte und das Coole ist zum Beispiel, dass manchmal so eine Sachen dabei sind, wie zum Beispiel unter dem Schlachthof ist das, glaube ich. War das unter dem Schlachthof oder war es beim Heizwerk? Ich weiß nicht. Ach nee, oder bei der Schweine? Na, ich weiß nicht. Irgendwo da war das gewesen. Das ist so ein kleines Dorf quasi. Da musst du die Baugenehmigung kaufen und das bringt dir dann, glaube ich, 12.000 am Tag. Ne? Also solche Sachen oder 20.000 am Tag, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir haben uns hier erstmal einen kleinen Fuhrpark hingestellt, was wir gedacht haben, was wir so brauchen für den Anfang. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Füsi, auf in die Traktoren, fahren wir das erstmal zu unserem Hof runter, oder? Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, sagt er. So. Ja. So, wir haben natürlich die Mods nicht alle testen können. Also wir müssen mal schauen, wenn hier welche dabei sind, die irgendwelche Spacken machen oder sonstiges. Dann müssen wir natürlich mal sehen, ob wir die austauschen müssen oder sonstiges. Aber prinzipiell ist jetzt erstmal so, dass die eigentlich alle gut laufen. Der Server läuft gut, das ist ganz nice. Ich kann ja vorne gar nichts anhängen an meinen Traktor. Oh mein Gott. Vorne nein, der hat keine Dreipunktaufnahme. Ja. So. Suche ja nämlich gerade mal beide Anhänger mitzunehmen. Oh, das geht sogar. Das ist cool. So. Jetzt geht's Dann mal schauen, los. wie wir zum Hof kommen. Wir wollen uns auf jeden Fall das vielleicht nochmal als Info für euch. Wer die Map kennt, schreibt uns ruhig in die Kommentare, was ihr auf der Map vielleicht macht, was interessant ist, was man vielleicht auf der Map alles machen kann und so weiter und so fort. Wir wollen auf jeden Fall die Brauerei, die Molkerei und die Bäckerei zum Laufen bringen und wir wollen auf jeden Fall die Mastbetriebe. Wir wollen uns auf jeden Fall um die Mastbetriebe kümmern. Ja. Das wäre noch eine coole Sache. Ne? Mal so ein bisschen Mast halt machen. Ist eine sehr, sehr coole Map. Ist, sag ich mal, sehr detailreich. Also hier wurde wirklich mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Und es ist wirklich schön. Also wir haben uns die Map jetzt auch noch nicht ins kleinste Detail angeguckt. Was sehr, sehr cool ist, was mir sehr gut gefallen hat, sind die Felder, wie die Felder angelegt sind. Denn die Ja. Felder sind, wie gesagt, nicht viereckig oder dreieckig oder generell eckig, sondern die sind eben schön rund und sehr, sehr hügelig. Ne? Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das alles so klappt. Wird auf jeden Fall interessant. Was auf jeden Fall auch interessant wird, ist, wenn wir mal ein neues Feld kaufen. Sieht aber allerdings nicht so aus, wir haben Feld 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 8, 9 und die 24. Als Startfelder hier, ne, die haben uns nicht gekauft oder sonst was, das sind die Startfelder. Aber wenn man hier ein Feld kauft, dann muss man eben erst das Gras angesät, Minimum pflügen. Und wenn man eben gepflügt hat, irgendwie schnüffelt es hier hinter mir. Ach hier, der Hund. Ja, und wenn man eben gepflügt hat, dann kann man die erst bewirtschaften. So bergauf, deswegen. Ach, hätte ich mal nicht den Waldweg genommen. Hier ist alles voller Schlamm. Ich komme keinen Meter vorwärts, ey. Aber du bist vor mir. Den Waldweg gefahren? Ja, ich dachte, gut, komm, nimmst du den Schleichweg hier, bist du bestimmt schneller, aber. Ja, wolltest du wieder abkürzen? Naja, dann haben Ja. wir natürlich solche Sachen drauf wie Drive Control, klar, Fuel Adjust und so weiter und so fort. Ne? Diese Standardsachen. Na, 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 na. Wollen wir zu Freezy fahren? Ach komm, wir biegen hier ab, wir fahren zu Freezy. Komm, dann warte ich hier ein bisschen auf dich. Können wir uns zusammen die schöne Gegend hier angucken. Wirklich schön. So, das wird, denke ich mal, auch. Wir müssen mal schauen.
Wie sich die Map hier von uns, also wie wir vorankommen und wie das alles klappt und funktioniert. Wenn die Map ganz gut läuft, dann sage ich mal, könnte das die letzte Map für den 17er sein, für den 15er sein. Dann haben wir quasi die Alps, die werden wir, denke ich, relativ bis zum Ende spielen. Dann die Thüringer Oberland und eben die Ackendorf und ja. Weil das Problem ist, die Tage werden ja immer weniger bis zum 17er. Wir haben jetzt Mitte September, Ende Oktober kommt der 17er. Und es lohnt sich ja immer mehr, dann eine Map anzufangen, ne? Weil man immer weniger zeigen kann. Ist auch so ein Problem. Dann, ja. Und deswegen. Hier jetzt können wir noch was schaffen, ne? Anderthalb Monate, das geht auf jeden Fall. Ja, kriegen wir auf jeden Fall noch was hin. Ja. Kriegen wir die Meste noch am Laufen. In 50 Folgen? Jo. Passt. Ach so, nee, Moment. Projekt kommt alle zwei Tage. Wir müssen mal schauen, wie es ankommt. Aber geplant ist alle zwei Tage. Ne? Also wie gesagt, haut mal schön die Däumchen raus. Und alles, schreibt mal, was ihr davon haltet vor allem. Holla, holla, holla. Ja, schreibt wie gesagt auf jeden Fall, was ihr davon haltet, wie ihr das Projekt findet und so weiter und so fort. Ihr braucht doch nicht reinschreiben, oh, kann der Randy mitmachen oder kann der mitmachen oder kann der mitmachen oder whatever. Denn die Konstellation, so wie sie jetzt ist, ist sie. Ne? Wenn jetzt noch jemand kommt und hat Lust, der kann gerne einsteigen in das Projekt, ist kein Thema. Aber es hat ja, also wie gesagt, wenn er Bock hätte aktuell, dann wird er mitmachen. Und wenn er sich aber jetzt erstmal ein kleines Päuschen gönnen will vom LS, dann ist das okay, kein Problem. Genau. Das ist ja die zweite Map, die wir alleine machen. Ja. Was waren die anderen? Auch irgendwas mit Alpen, oder? So, wie ist Hochreinfahrt. Der Hof ist auch sehr geil, ne? Muss man auch dazu sagen. So, das ist alles unser Hof hier. Der Hof ist einfach geil. Hier können wir eben hier mal eben an die Werkstatt ranfahren. Hier ist Musik. Ja. Radio. Das Geile ist auch, wenn man mal an die Tore rangeht. Gehen richtig schön langsam auf, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja. Hier drellert das Radio, hier liegt ein alter zerlegter Fortschritt. Das ist echt geil. Ja. Oh, hier hinten ist eine alte Raupe. Ja, dass man die nicht nehmen kann. Und das ist eine Raupe. Ach nee, das ist R700 oder irgend sowas. So halb zerlegt. Oh, Betonmischer, geil. Echt? Hier hinten. Wo wollen wir die Sachen unterstellen jetzt erstmal? Ja, da am Unterstand, oder? Hier? Ich hab da gerade was entdeckt, was wir gesucht haben. Was denn da? Oder? Was denn da? Ach, schon gut. Verdammt, ich dachte, das wäre die Futtermischration. Nee, das sind die Lager hier. Ja, das sind die Lager, genau. Genau, ja. Schade. Futtermischstation muss es hier auch noch versteckt geben. Hier, guck mal, hier hinten sind diese Kartoffeln. Ey, stimmt, da ist auch eine Waschanlage. Ah, deswegen sag ich ja. Aber warte mal, da ist nur die Waschanlage. Hä? Lol. Und in der zweiten, achso. Ja, in der zweiten hast du noch den Dämpfer und den Schnitzler. Hier nur die Waschanlage, das war blöd. Ja. Ja gut, können wir schon mal eine Menge vorwaschen, bis wir uns das da hinten leisten können. Wo war denn die Futtermischstation versteckt? In irgendeiner Halle muss sie versteckt sein. Hier pfeift ein Vogel. Da seht ihr, Randy ist doch dabei. Der hängt hier oben im Baum und singt uns Lieder. Fett. Von ihm. So, naja, dann packen wir den Quatsch mal hier ein unter das Dach. So. Ah, okay. Ich dachte, die würde umkippen. Müssen wir den ganzen Weg wieder hochfahren. Oh mein Gott. Weißt du noch, wo das war? Da oben beim Schlachthof, ne? Ja. Doch. So. Ja, ich will trotzdem mal ganz kurz... Warte mal. Hier war es nicht, hier war es nicht, hier war es nicht. Ich fahre mich hoch. Vielleicht ist da in der Halle irgendwo. Warte mal. Und denn? Wow. Hat mal ein kurzes Stammbild, aber vom Allerfeinsten.
Das hier finde ich ganz toll, was das hier auf der rechten Seite. Das hatten wir auch bei der Hof Bergmann. Hier schmeißt du Stroh rein und dann produziert das über Zeit Silage. Richtig. Das finde ich toll. Death, Grass, Hay, Stroh. Also Gras kannst du reinhauen, Heu kannst du reinhauen, Stroh kannst du reinhauen und Chef, was war Chef? Scheiße. Mist. Jetzt kann man den anderen nehmen, wenn du willst. Chef, na klar. Ja. Mist. Ist doch Mist. Weiß nicht. Wo war die Mischstation? Die soll irgendwo in so einer Halle versteckt sein. Hier ist die ganze, hier ist die ganz normale Kuhfarm. Ich denke mal, die werden wir, wenn wir den Schlamm, ich denke mal, die werden wir relativ zeitnah in Betrieb nehmen, oder? Die Kühe, ja, auf jeden Fall, für die Milch und alles. Milch und Molkerei, also ja. Käse produzieren und sowas. Ich denke, das wird uns ganz gut Geld bringen. Irgendwo muss hier noch dieses Dings versteckt sein. Was ist denn da oben? Ich will nochmal schauen. Ach, gar nichts, okay. Was denn? Ja, sah so aus, als wenn da was wäre, aber da ist nur eine Mauer und das war's. Ja. Na, 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 na. Aber der ist aber ziemlich cool hier, der Traktor. Aber während wir jetzt hier noch die letzten Geräte nach unten fahren, meine lieben Freunde, könnt ihr uns mal die Kommentare zu spammen und sagen, wie findet ihr die Map, wie findet ihr das Projekt und habt ihr Bock drauf? Und ja, schreibt uns auch rein, habt ihr noch ein paar coole Mods? Wie gesagt, keine Links bitte, sondern einfach, wie der Mod heißt und wo es den Mod gibt, also auf Modhaustau oder bei Maru oder whatever halt. Und bitte verschont uns für irgendwelche Mod-Klau-Seiten, das wäre ganz nett. Und ansonsten sind wir erstmal raus. Wir sehen uns aber morgen schon wieder, denn Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag wird es das Projekt geben. Genau, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.